Hallo, schön, dass du dabei bist. Wie du siehst, ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht heute. Ich habe ein paar grüne Freunde mal mit dazu geholt und in diesem Video möchte ich dich einladen zu einer kleinen, circa 10-minütigen Meditation. Und wenn du magst, mach es dir auch bequem, such dir eine schöne Sitzposition, in der du gut für eine Zeit verweilen kannst. Wenn du irgendwas brauchst, um dein Ambiente angenehmer zu machen, mach das gerne. Wenn du dein Handy ausschalten möchtest oder dir noch eine Decke dazu holen willst, dann hol dir all das, was du brauchst. Und in den folgenden 10 Minuten geht es darum, diesen inneren Raum zu spüren. Also, wenn ich jetzt meine Augen schließe und meinen Körper spüre, meinen Atem spüre und so langsam mehr und mehr bei mir ankomme, dann gibt es sowas, was sich anfühlt, wie so, das ist mein innerer Raum. Da fühle ich mich zentriert, da kann ich mich auch mal hin zurückziehen. Du kennst es vielleicht, wenn viel Stress ist, wenn die Nerven blank liegen, wenn du vielleicht mit deinem Freund, deiner Freundin gerade so eine hitzige Diskussion hast und du merkst, ah, ich gerate so ein bisschen außer mir, ich gerate in so eine Dynamik rein, vielleicht auch, die mir nicht gut tut. Ich entferne mich von mir, von dem, was ich eigentlich will, von dem, wie ich eigentlich sein will, von dem, wie ich eigentlich agieren möchte in diesem Moment. Und ich komme nur noch so ins Reagieren rein. Genau, und da hat man oft das Gefühl, nee, ich möchte jetzt eigentlich mehr zentriert sein. Und ich glaube, umso öfter man das in einem ruhigen Moment übt, umso einfacher wird es dann auch in so herausfordernden, derenden, naja, du weißt schon, also die Situationen, die herausfordernder sind. Auch da so einen Moment zu haben, wo man so wieder bei sich ankommt, wo man sich wieder zentriert, wo man wieder, ach ja, was wollte ich eigentlich, ja, so eine kleine Zäsur machen kann und sich nicht so wegschwemmen lässt von dem, was da ist, von den Gefühlen, von den Gedanken, von dem, ja, sich vielleicht auch so einsaugen zu lassen, von diesem Handeln, von diesem Machen. Genau, lange Vorrede. Wir probieren es einfach mal aus. Ich werde es so ein bisschen anleiten, werde dich immer wieder darauf aufmerksam machen, einfach deinen Atem zu spüren. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass der Atem auf eine bestimmte Art und Weise sein muss, sondern es geht einfach um deinen natürlichen Atem und vielleicht wirst du mit der Zeit merken, ich würde mich eigentlich lieber hinlegen oder die Sitzposition ist nicht so ganz angenehm. Und da würde ich dich einladen, also so kleine Korrekturen kannst du gerne vornehmen. Und ansonsten würde ich dich einladen, mal zu versuchen, in diese Haltung hinein zu entspannen und auch im Sitzen zu bleiben. Also dich nicht hinzulegen, sondern im Sitzen zu bleiben. Einfach damit du nicht in so eine passive Haltung kommst und irgendwie so wegdriftest, sondern wirklich aufmerksam bei dir bist. Das ist jetzt wirklich eine Zeit, die ist für dich da, eine ganz bewusst genommene Zeit für dich selbst. Und wenn du magst, kannst du so wie ich im Schneidersitz sitzen. Du kannst aber auch jede andere mögliche Sitzposition einnehmen. Du kannst dich gerne auf den Stuhl setzen, wenn es dir nicht möglich ist, auf dem Boden zu sitzen. Und dann richte dich auf, atme nochmal tief durch und schließ gerne, wie ich jetzt, die Augen. Und deine Hände können auf deinen Oberschenkeln ruhen oder du kannst auch gerne die Handflächen nach oben legen, wie es für dich angenehmer ist. Und dann komm erstmal einfach bei dir an, spür, wie geht's dir gerade in diesem Moment?
Was gibt es vielleicht auch für Geräusche um dich herum? Hast du irgendwo Schmerzen? Gibt es vielleicht irgendein inneres Thema, was dich gerade so ein bisschen drückt? Und nimm das einfach nur wahr, ohne es verändern zu wollen aktiv, ohne da tiefer reinzugehen und ohne es zu ignorieren. Einfach, lass es einfach da sein. Und dann spüre vor allem deinen natürlichen Atem. Schau mal, wo in deinem Körper kannst du überall diese Atembewegung wahrnehmen. Vielleicht spürst du, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Vielleicht ist es eher die Bauchdecke. Und vielleicht spürst du sogar deinen Beckenboden oder deinen Rücken, deine Rückseite. Und dann spüre, dass es einerseits diesen inneren Raum gibt. Und dass es andererseits alles das gibt, was außerhalb deiner Haut stattfindet. Dass es einen Raum um dich herum gibt, dass es möglicherweise Geräusche um dich herum gibt, dass du vielleicht sogar die Luft spüren kannst, die von außen deine Haut berührt. Spürst du die Haare auf deinem Kopf? Die Kleidung, die von außen deine Haut berührt?
Wenn du merkst, du hast viele Gedanken, dann versuch nicht, die Gedanken zu stoppen oder irgendwas mit den Gedanken zu machen, sondern lass sie einfach vorbeiziehen. So wie jeder Atemzug einfach vorbeizieht, jeder Herzschlag einfach vorbeigeht. Und bleib mit der Aufmerksamkeit bei der kleinen Bewegung, die dein Atem jedes Mal auslöst. Vielleicht kannst du sogar spüren, wie der Atem durch deine Nase oder deinen Mund von außen nach innen in deinen Körper hineingeleitet wird, wie sich die Lunge weitet, und wie die Lunge dann langsam wieder zusammen sinkt und wieder Luft entweicht. Und vielleicht hast du das Gefühl, dass sich das Innen und Außen gerade ganz stark unterscheidet, dass es vielleicht außen ganz viel los ist und in dir drin ist es ganz ruhig. Oder umgekehrt, dass du ganz viel Gedanken oder ganz viele Gefühle hast und außen ist es total still. Vielleicht ist es aber auch ähnlich. Und beobachte auch das, ohne es zu bewerten, ohne etwas verändern zu wollen. Und dann lass uns gemeinsam noch einen Moment in Stille verbringen. Kannst du langsam die Augen wieder öffnen. Und ja, wenn es dir gefallen hat oder wenn es dich neugierig gemacht hat, dann üb das doch gerne einfach mal, vielleicht für eine Woche, einmal am Tag.
Versuch dir diese paar Minuten Zeit zu nehmen für dich selbst und schau mal, wie sich das auswirkt. Vielleicht in so Momenten, wo du merkst, die Anspannung steigt oder du kommst jetzt so ins Tun rein oder du hast so hohe Erwartungen an dich selbst und lässt dich da so von wegtragen oder es gibt einen Konflikt mit einem Kollegen, einer Kollegin oder deinem Partner, deiner Partnerin. Dann guck mal, ob das dir gelingt, einfach diesen Moment wie so einen Schritt zu dir zu machen. Einmal durchatmen, einmal ganz bewusst einfach spüren, okay, ich bin bei mir. Was ist eigentlich los? Was will ich gerade? Dass du so einen Moment Zeit hast, bevor du ins Reagieren kommst, dich zu sammeln, bei dir anzukommen und dann wirklich bewusst zu handeln. Das klingt simpel, ist es eigentlich auch, aber es erfordert natürlich auch eine gewisse Übung. Also erwarte nicht von dir selbst, dass du jetzt in der nächsten Situation, die auf dich zukommt, sofort total gelassen bist und das super hinkriegst. Aber ich glaube, du wirst merken, dass von Mal zu Mal zu Mal du weniger so von dir selbst davongetragen wirst. Dass du jedes Mal, wenn es dir gelingt, so einen Moment zu verzögern, so einen Moment zu dir zu kommen, dass es einfacher wird und du so mehr und mehr wieder ans Steuer kommst, sozusagen, von deinem Sportwagen. Ja. Wenn dir das Video gefallen hat oder du sagst, ja, solche Trainings will ich mehr machen oder ich möchte mal wieder so ein Action-Video haben, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar. Ich freue mich über Anregungen und Wünsche. Du kannst gerne meinen Kanal abonnieren, natürlich. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Hm?